Hallo Leute, mein Name ist Alexander Luhn. Ich bin Finanzierungsvermittler, spezialisiert auf Immobilien als Kapitalanlage. Das heißt, mein Team und ich helfen, wir helfen privaten Immobilieninvestoren und Unternehmern, passende Finanzierung für ihre Immobilienprojekte zu akquirieren. Und heute will ich mal auf eine Community-Frage eingehen vom Roy und Andres, die zwar nicht genau zu dem Thema gehört, aber wo wir im weitesten Sinne, wo ich oder wir noch weiterhelfen können. Und zwar schreibt der Ron, auch vielen Dank für deine Frage. Hallo liebe Community, ich benötige einen Experten, der mir bei der Finanzierung für PV-Anlagen helfen kann. Größenordnung 100.000 Euro bis 1 Million Euro. Aktuell ist es ja leider gar nicht so einfach, eine passende Finanzierung zu erhalten. Gibt es hier jemanden, der helfen kann? Vielen Dank vorab mit freundlichen Grüßen. Ja, ich denke schon, dass es eine ganze Menge Leute gibt, die helfen können. Also mir fällt jetzt, du bist ja hier in der Steuercoaching-Community ein. Da ist natürlich so der erste, der mir einfällt in dem Bereich, der Udo Heimann mit seinem Team und mit seinem Netzwerk. So, Udo hat ja mal so ein bisschen dieses ganze System Investitionsabzugsbetrag in Verbindung mit Photovoltaikanlagen erstmal so richtig prominent gemacht. Und der macht das natürlich auch schon ein paar Jahre und hat da Kontakt zu den passenden Anlagenbauern. Und seine Anlagenbauer haben auch gute Kontakte zu Banken. Das weiß ich. Also wie gesagt, der Udo kann dir da, wenn die Rahmenbedingungen deinerseits stimmen, mit Sicherheit helfen. Auch ich kann dir mit meinem Team helfen oder mit meinem Netzwerk. Jetzt nicht ich in Person, ich bin halt eher so der Immobilientyp. Also so von der Dienstleistung her, oder auch vom Investment-Gesichtspunkt. Photovoltaik bin ich jetzt selber nicht bin ich jetzt nicht so die totale Koryphäe. Ich kaufe jetzt selber nächstes Jahr auch in Verbindung mit Investitionsabzugsbetrag erstmal meine erste Anlage. Und finanziere dann halt auch mal die erste für mich selber. Ich selber bin da nicht so der Ansprechpartner. Ich habe da aber zwei hervorragende Leute bei mir im Netzwerk. Der eine oder andere wird sie kennen. Der Kim Krüzi oder der Michael Carboni sind eigentlich auch von Haus aus beides Immobilieninvestoren, haben sich aber viel, viel tiefer in das Thema Photovoltaik reingearbeitet und auch selber investiert. Also viel tiefer drin als ich, aber ja, so helfen können wir dir auf jeden Fall. Ich will nur ein paar Einschränkungen geben, wenn du jetzt schreibst, so von 100.000 Euro bis 1 Million Euro. Wir und auch unsere Bankpartner machen Finanzierung für Photovoltaikanlagen üblicherweise erst ab 1 Million Euro. Weil, ich meine, du schreibst ja richtig, es ist im Moment nicht ganz einfach, halt jetzt pauschal nicht für korrekt die Aussage, aber ich verstehe, was du meinst. Was halt einfach ein Umstand ist, die Finanzierung von Photovoltaikanlagen ist ein bisschen komplexer als die Finanzierung von Immobilien. Und deswegen rechnet sich das so unterhalb 1 Million Euro für uns nicht so richtig, die Vorgänge zu begleiten. Natürlich bei guten Kunden, bei Bestandskunden von uns, Leuten, die jetzt hier aus der Steuercoaching-Community kommen, wo wir ja irgendwie ein hohes Interesse haben, die zu servicen, machen wir das auch mal ab 500.000 Euro, aber noch kleiner stimmt halt weder für uns noch für eine Bank das Aufwand- und Ertragsverhältnis so richtig. Also diese Einschränkung möchte ich da mitgeben. Und das andere, das habe ich auch in verschiedenen Videos schon mal thematisiert, wenn man will, dass bei Banken halt egal, ob bei Photovoltaikanlagen, bei Immobilien, bei Firmenkrediten und so weiter, wenn ich will, dass das gut, schnell und unkompliziert und mit guten Konditionen läuft, so ganz ehrlich, bereite dich da irgendwie vernünftig vor. Also also glaubt oder nicht, es laufen so viele Leute durch die Gegend, die irgendwie nicht mal aus dem Jahr 2020 ihre Wirtschaftszahlen hinsichtlich Bilanzen, BWAs oder
mal irgendwie private Steuerunterlagen entweder noch nicht haben, noch nicht vollständig ist, schlicht und ergreifend nicht in der Lage sind, einem das zur Verfügung zu stellen. Von 21 will ich erst gar nicht reden. Also es laufen da halt so viele Leute mit unvollständigen Unterlagen, fehlenden Unterlagen und nicht aktuellen Buchhaltung durch die Gegend, dass dann die meisten Banker oder Vermittler schlicht und ergreifend keinen Bock haben, das sich damit zu befassen. Weil, wie gesagt, wenn du jetzt 20 Finanzierungs Anfragen hast, so was eigentlich pro Vermittler oder pro Banker schon viel zu viel ist, aber die Leute bei mir im Netzwerk sind halt einigermaßen fähig. Aber wenn du jetzt 20 Anfragen auf deinem Tisch hast, von denen du rein kapazitätsmäßig von deinen eigenen Ressourcen und auch von den Ressourcen deiner Bankkontakte sowieso nur 10 schaffst, dann kannst du halt darüber nachdenken, machst du jetzt die 10 Kunden, die A, mit einem großen Volumen kommen, wo dann ertragsmäßig auch was hängen bleibt und die mit und die auch mit einer sauber vorbereiteten E-Boni, Thema E-Boni, könnt ihr mal gucken, hat der Alex Fischer viel auf YouTube und auch, ich glaube, hier im Coaching viel zu publiziert. Also wie gesagt, könnt ihr drüber nachdenken, macht ihr die Kunden, an denen viel verdient wird und die gut vorbereitet sind, mit einer guten E-Boni zuerst oder macht ihr halt irgendwie die Leute, die eine kleine Finanzierung machen wollen und wollen sich erstmal irgendwie informieren, was geht oder auch andere Sachen, jetzt auch mal das Thema Photovoltaik so ein bisschen durchdrungen zu haben. Neulich hatten wir hier auch eine Finanzierung, die hat mir dann mein Vertriebs, also mein zuständiger Vermittler, der hat mir das schön um die Ohren gehauen, wo ein Kunde halt eine Bestandsanlage kaufen will, die nur noch 10 Jahre wirtschaftliche Restnutzungsdauer hat. Was natürlich auch bedeutet, dass irgendwie die Tilgung des Kredits in 10 Jahren erfolgen müsste und das hinten und vorne wirtschaftlich einfach nicht funktioniert hat in der Liquidität, also nicht mal im Ansatz, also das Investment an sich schon nicht plus von den wirtschaftlichen Gegebenheiten des Kunden. Also seid vielleicht auch mal so gut und prüft halt die Rentabilität eurer Anlagen selber oder sprecht da halt irgendwie mit einem Fachmann wie mit dem Udo, mit dem Michael Carboni, Leute, die eigene Investments haben, die auch vielleicht so ein bisschen unterstützen können und beurteilen können, ob sich was lohnt oder nicht, wobei es dafür eigentlich nur die Grundrechenarten braucht, aber geht halt irgendwie nicht zu einem Vermittler oder in eine Bank und gebt euch da der Lächerlichkeit preis, weil ihr irgendwie ein Investment vorstellt, welches hinten und vorne defizitär ist.